paar Achter auf dem Tisch, die 7 dazu. Zweimal Herz und Michael geht sofort all in, weil er glaubt, dass sein Gegner diesen Flop verpasst hat. Und das war ein super schnelles All-in, sehr aggressiv gespielt. Vielleicht auch, weil er eben seinen Gegner kennt, weil er glaubt, okay, lass ihn sowas gespielt haben wie König 5 oder ähnliche Geschichten, aber diesen Flop hat er verpasst. Und dann gehe ich all in und eröffne die Action und lasse die Action nicht zu von meinem Gegenüber. Viel Psychologie beim Heads-up. 1200 der Small Blind, 2400 der Big Blind. Und was sagt Marcel? Ich bezahle blind. Das heißt, er legt nochmal 1200 drauf, er ist ja als erster dran, als Small Blind, und sagt, okay, ich zahle 1200, macht 2400. Damit callt er einfach, obwohl er die Karten nicht gesehen hat. Und Michael sieht König 10, geht all in. Und Marcel sagt, ich habe was gefunden, ich calle. Das Paar Achter. Ich habe was gefunden, 2-8. Besser als Small Blind. Blind geht besser. Ja, aber blind nicht sofort den 8. Funktioniert. Besser, schwitzen. Nicht sofort die 8, sagt er. Lass mich ein bisschen schwitzen. Schöne Situation. Nette Show von Marcel. Da bist du nicht schlechter Favorit jetzt. Paar Zweier vom Tisch. Aber das ist dann das Paar Asse vom Tisch und ein paar Achter. Two-Pair für Marcel Lüske. Er kann also hier verdoppeln, nachdem er einfach mal aus dem Small Blind heraus auffüllt zum Big Blind, ohne sich die Karten angeschaut zu haben. Das gefällt dir irgendwie mit dem Blind Call. Nochmal blind gecallt. Wieder hat sich der Holländer die Karten nicht angeschaut. Und bei Michael liegt 7 und 2 im Big Blind. Michael floppt 2-Pair. 7-2 und er checkt. Jetzt schaut Marcel erst nach. Super gefährlich natürlich. Er hat Top-Pair mit damals Kicker. Jetzt wäre natürlich vielleicht für Michael die Chance zu raisen. Er hat erst gecheckt, jetzt kommt der Einsatz. Ja, und er weiß, dass momentan 7-2 die gute Hand ist und die möchte er gerne schützen mit dem Raise, aber da wird er Lüske wohl nicht vertreiben. Das ist jetzt viel Psychologie. Wie sind die Sachen vorher gelaufen? Und er geht tatsächlich all in. Call! Beide Spieler also sind davon überzeugt, dass ihre Hand halten könnte. Top Pair mit Dame Kicker und noch führt Michael mit Two Pair. Da kommt der Bube. Der Drilling für Lüske. Nochmal verdoppelt, also eine klasse Hand für Lüske, aber Pech für Michael. Da spielt man schon mal 7-2 aus dem Big Blind heraus, Flop 2-Pair und dann will diese Hand, die ja so verpönt ist beim Pokerspielen, nicht halten, trotz 2-Pair. Als Entschädigung gibt es einmal Anna Kournikova zum Anfassen. Aber wird das auch ein schöner Pot? Race. Ass im Heads-Up, das wissen Stammzuschauer, schicke Sache und auch gegen ein Race schmeißt man sowas wie Ass 7 da nicht unbedingt weg. So, jetzt gibt es ein All-In auf der anderen Seite, das heißt, Lüske hat ja mittlerweile mehr Chips als keiner und insofern muss Michael jetzt diese Hand gewinnen, um dabei zu bleiben. Er ist All-In, er muss gewinnen mit Ass-König gegen Ass-7. Keine Hilfe für Lüske. Jetzt kommt das Ass, das haben beide, also sie spielen ein paar Ass, König als Kicker gewinnt. Das war wichtig. Und der Blick hinüber zum kleinen Anhang.
Und der Psycho-Thriller hier am Tisch geht weiter. Wieder Call, blind von Marcel, ohne die Karten zu kennen. Race mit dem paar Achter. Manchmal meint man es ihm anzusehen, wenn er eine gute Hand hält. Dieses leicht verschmitzte Lachen von Michael, den wir hier sehr häufig bei uns als Experten am Mikrofon haben. Wunderbar netter Kerl, ausgezeichneter Spieler, im Übrigen ein hervorragender Potlimit-Omaha-Spieler. Michael Kainer, da gehört er mit zu den Besten in Europa. Und jetzt kommt die entscheidende Situation unter Umständen. Das Paar Achter gegen Ass-Dame, Lüske ist All-In. Wenn das Paar Achter durchhält, dann hat Michael gewonnen. Lüske ist All-In. Er braucht die Hilfe. Die 3 auf dem Turn. Michael ist ganz nah dran. Und dann kommt tatsächlich noch die Rettung für Lüske auf dem River mit dem Ass. Unglaublich. Und das ist tatsächlich auch nur ein kleiner Teil aus diesem Heads-Up. Brillantes Poker von beiden. Ein Hin und Her. Und natürlich Pech war das jetzt gerade für Michael. Dieses vermaledeite Ass auf dem River. Und dadurch hat Lüske wieder alle Chancen. All in. Dame 9. Michael hat nicht mehr so viel an Chips. Ich muss callen, sagt er. Ja, was soll ich denn machen? Mit König und 2. Und er ist sogar leichter Favorit. Bubenpaar für beide. Und da kommt die Dame auf dem Turn und damit hat es sich dann doch fast erledigt. Trotzdem eine großartige Partie von beiden. Michael hat ein bisschen mehr Pech gehabt hier im Heads-Up. Dafür vielleicht vorher ein wenig der Glücklichere gewesen. Jetzt muss er nochmal den Pokergott auf seine Seite ziehen, aber das schafft er nicht. Es ist die 10 auf dem River. Das war super Poker. Am Ende gewinnt der Glücklichere Marcel Lüske, also der erste Sieger der German Stars auf Poker. Aber wie es sich für einen Gentleman gehört, gibt es auch vom Unterlegenen hier den Applaus. Ich denke schon, auf lange Sicht ist hier ausschlaggebend, wer der etwas aggressivere Spieler ist. Ich habe sofort versucht, in der Heads-Up-Situation auf mega aggressiv umzuschalten. Er weiß das, er schätzt mich eher tight ein, der Marcel. Und er hat dann eine ganz lustige Taktik angewandt. Er hat dann fast immer blind, ohne sich die Karten anzuschauen, gecallt. Und das ist eigentlich genau der Punkt, ja, in dem ich einen kleinen Vorteil vermutet habe. Wenn ich etwas besser als random war, habe ich gleich wieder gepusht. Und ich lasse mich nicht mehr davon ablenken. Ich kenne ihn seit über 10 Jahren, habe sehr viel mit ihm gespielt, auch schon Heads-Up-Situationen. Und ich, im Gegenteil, er weiß, dass ich da ein bisschen was drin lesen kann, also in die richtige Richtung, weil ich zu viele Showdowns in Verbindung mit der Show gesehen habe. Deswegen fing er plötzlich an, diese Blind Calls zu machen. Er wusste das, dass ich einen Read an ihn, auf ihn habe, also dass ich ihn lesen kann. Und er fing an, blind zu callen, um das Ganze ein bisschen abzumildern. Bei mir sitzt also der erste Champion der German Stars of Poker und es ist ein Holländer, Marcel Lüske, der aber sehr gut Deutsch spricht. Herzlichen Glückwunsch, Marcel. Danke, danke. Das war eine tolle Show, muss man ganz ehrlich sagen. Da waren viele ungewöhnliche Situationen bei. Sachen, wo zum Beispiel du einfach blind gecallt hast, irgendwie. Inwieweit gehört das mit zu deinem Spiel, um auch den Gegner zu verunsichern?